Vielen Dank, Herr Präsident, Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns in der Grundrichtung und Stoßrichtung des Gesetzespakets einig, nämlich die Verbesserung von Produktsicherheit und Marktüberwachung. Aber genau aus diesem Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir Liberale im Ausschuss gegen den Bericht der Kollegin Schaldemose gestimmt und haben auch jetzt als Liberale als einzige Fraktion den Antrag gestellt, Artikel 7 zu streichen. Denn wir erreichen eben gerade das Ziel Produktsicherheit und bessere Marktüberwachung nicht mit diesem Vorschlag aus zwei Gründen. Erstens, dass EU Safety Tested Marking eine Art CE-Plus-Kennzeichnen. Es erlegt vor allem kleinen und mittleren Unternehmen Tausende von zusätzlichen Bürokratiekosten auf, um teilweise absolut sichere Produkte zu testen. Und für einen Großteil der Produkte gibt es noch nicht einmal Prüfstandards. Wie sollen sie denn dann getestet werden? Nicht nur Wirtschaftsverbände, auch Verbraucherverbände sind hier scharf dagegen. Und zweitens, das verpflichtende Herkunftslandsprinzip oder sogenannte Made-in. Wir wollen, jedenfalls wir deutschen Liberalen und viele Kollegen aus der liberalen Fraktion, das Made-in erhalten. Wir wollen es nicht abschaffen. Es ist nämlich ein Gütesiegel. Wir wollen es als Gütesiegel und Qualitätsmerkmal erhalten. Aber darum geht es ja in der Verordnung nicht. Es geht hier in der Verordnung um Sicherheit der Produkte. Ist denn jetzt ein Produkt, das in Europa entwickelt, konstruiert und designt wurde, aber hauptsächlich in China hergestellt worden ist, das also Made in China irgendwo stehen hat, weniger sicher als ein in der EU hergestelltes Produkt? Nein, nicht zwangsläufig. Und die Verordnung enthält Vorschriften, die den Verbraucher irre machen, irreführen. Und genau deshalb sind wir gegen diese Regelungen, wie der Europäische Verbraucherverband ANEC, der sich strikt dagegen ausgesprochen hat. Und Frau Gebhardt, Sie müssen schon erklären, warum der Wirtschaftsminister Gabriel, Ihr Parteivorsitzender, auch gegen diese Regelung ist. Lasst uns diesen Änderungsantrag annehmen, lasst uns den Artikel 7 streichen und damit den Weg freimachen für bessere Produktsicherheit und für den Erhalt des Gütesiegels Made in Germany. Wir wollen es sichern. Vielen Dank.